Structs und Klassen sind in Swift recht ähnlich, aber es gibt da einen ganz wesentlichen Unterschied. Structs sind Werttypen und Klassen sind Referenztypen. Ja, wir schauen uns nochmal das Beispiel leicht vereinfacht vom letzten Mal an und schauen auch nochmal in Diagramme, was da genau passiert, warum man das mal ändern konnte, warum man da mal was nicht ändern konnte. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte nochmal die vorherige Folge ansehen. Diese baut darauf auf. So, hier links haben wir das Rechteck, ein Struct, und wir erzeugen davon, machen wir erstmal eine Variable R1, und das ist das, was wir hier rechts sehen. Wir haben eine Variable R1 vom Typ Struct, das ist der Struct selber, und jetzt kann ich mal hergehen und sagen R1.breite, die soll jetzt vielleicht mal 8 sein. Wunderbar, funktioniert. Wir konnten der Breite jetzt den Wert 8 zuweisen. Was passiert nun, wenn ich ja hier das var mit dem let austausche? So, dann zeigt er mal hier einen Fehler an, dass er keine Zuweisung machen kann. Was ist da jetzt passiert? Ich gehe mal hier ins Diagramm. Wir haben mit dem let diese Instanz des Structs geschützt und haben gesagt, das ist jetzt eine Konstante und damit sind die Werte nicht mehr veränderbar, die Werte sind konstant. Was passiert, wenn ich jetzt hier oben aus diesem Struct eine Klasse mache? Die sind ja so weit ähnlich, dass wir das machen können, einfach so in diesem Beispiel, so einfach wie das Struct hier war, und das Ganze funktioniert trotz Zuweisung, und wir haben hier diesen, ja, trotz Zuweisung und let. Was ist da jetzt passiert? Wie sieht das intern aus? Eine Klasse ist kein Werttyp, sondern eine Klasse ist ein Referenztyp. Deswegen ist R1 nicht mehr das Rechteck selber, sondern R1 ist eigentlich nur noch ein Zeiger auf das eigentliche Objekt. Ja, Klassrechteck, somit definieren wir das Ganze, aber das hier ist eigentlich das Objekt. Ja, was passiert jetzt? Wir haben ja let drin. Was bedeutet jetzt das let? Dazu schauen wir uns nochmal was an. Und zwar, wir erzeugen nochmal ein weiteres Rechteck, ein zweites Rechteck. Und jetzt versuchen wir mal, dem ersten Rechteck, dieser Zeiger, auf das zweite Rechteck zeigen zu lassen. Und es funktioniert nicht, klar, weil der Zeiger hier jetzt eine Konstante ist. Das funktioniert nicht, da kann ich keine Zuweisung dann hier machen. Wenn ich das ändere und würde hier oben eine Variable draus machen, dann würde das Ganze funktionieren. Dann kriegt er das hin. Also, wir können, wenn eine Referenz als Konstante angelegt ist, diese Referenz nicht woanders hinzeigen lassen. Wir können aber sehr wohl, wenn wir hier eine Referenz haben und die geschützt ist, die Werte verändern von dem Objekt, auf das die Referenz zeigt. Ja, wir sehen, Klassen und Struct sind recht ähnlich. Es gibt diesen wesentlichen Unterschied, dass Struct ein Value-Type ist und eine Klasse ist ein Referenztyp. Neben diesen beiden Unterschieden gibt es noch weitere Unterschiede. Swift ist da recht verwirrend. Was kann ich mit einem Struct machen? Was kann ich mit einer Klasse machen? Und ein weiterer Typ, den wir noch kennenlernen, ein Enum, der hat auch nochmal Besonderheiten und unterscheidet sich in ein paar Aspekten, und einiges ist wieder gleich. Ein Enum kann zum Beispiel auch hier Funktionen enthalten. Aber zu diesen Unterschieden, da kommen wir mal in weiteren Folgen. Ja, das war's soweit für heute. Bleibt dran. Wer möchte, darf natürlich auch den Kanal abonnieren. Okay, das war's. Bis dann. Tschüss.